Friedenshüterin Mercy soll in dieser Mission zum Einsatz kommen. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, ihr, das wird viel rumgehauen. Möchtest du die Geschichte nochmal anhören? Ja, ich würde sagen, schauen wir nochmal ganz kurz die Geschichte an. Und dann drücken wir mal X. Falkenheim. Wir mussten die Festung in Svarngard erreichen, bevor die Wikinger eine Gelegenheit hatten zu reagieren. Aber an dem großen Fels, der das Tal in zwei Teile spaltete, war unser Weg blockiert. Glücklicherweise hatten wir eine Friedenshüterin in unseren Reihen. Mercy. Hier sieht man, wenn man die Schwierigkeitsgrad nochmal auswählt, auch zum Teil, was das für Auswirkungen hat. Auf dem Realistisch hat man halt kein Kampf-UI. Ne? Das ist genau das, was man, dass man halt nicht diese Anzeige hat, von wo die uns angreifen und wann mit dem Timing. Muss man ein bisschen lernen. Normal und schwer ist? Ist das dann nur so? Das scheint hier aber nur, genau, also nur auch die Erfahrungspunkte, die du kriegst, also die Belohnungen werden gesteigert, aber es sieht jetzt hier nicht so aus, als wäre das, naja, vielleicht ist die Bot-KI stärker, denn die gibt's auf den Level 0, 1, 2, 3. Wollen wir mal schwer probieren? Das würde ja passen. Das ist jetzt nicht wirklich schwer. Ja, können wir mal ausprobieren. Machen wir mal schwer. Genau. Im Zweifelsfall kriegen wir auf die Mütze. Und danach probieren wir mal realistisch. Für mich gab es hier so ein Klassenvideo zu finden. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass du da immer noch so eine kleine Einleitungssequenz siehst. Aber das sind tatsächlich sind die Klassen, die einem hier beigebracht werden. Genau, Friedenshüterin ist dann scheint so eine, was sonst vielleicht in einem normalen Rollenspiel so eine Schurkenklasse ist. Halt, genau, ne? Zwei Dolchen. Schnellere Angriffe. Finde ich ganz cool, bin ich mal gespannt. Mag ich auch. Habe ich Bock drauf, ich bin bereit. Ich auch. Ja, der letzte hat mir jetzt nicht so gefallen. Nee. Langsam, behäbig. Ja, da muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Ja. Dann geht's wahrscheinlich, aber. Den Wächter fand ich cooler. Ja, ja. Weißt du, wie die Klasse jetzt eben hieß, die letzte, die wir gespielt haben, wo der Holden Cross Nee. Ich war eben gerade im Heldenmenü, aber da habe ich jetzt so schnell durchgewechselt. Irgendwas mit Kriegs. Irgendwas. Okay. Ich weiß es nicht so genau. Es sind ja 4 insgesamt pro Fraktion. Mhm. Und den wir am Anfang unser hatten. Unser Heer musste einen Weg finden. Die Wikinger können kreativ sein, wenn sie denn wollen. Den wir am Anfang hatten, der ist ja mehr oder weniger so eine Startklasse, glaube ich. Also das ist, glaube ich, ein ganz gut zum Anfang. Oh, der hat aber weit gereicht, wenn ich dich da noch erwischt hat. Aber so eine, also ich glaube, so eine Figur, das mag ich ganz gerne. Ich mag schon allein, wie die Figur aussieht. Also das hat so eine Agilität. Mhm. Sagt mir sofort zu. Ja, rennt auch schon schneller, glaube ich, oder? Mhm, ja, scheint dich deutlich schneller zu bewegen. Da war eben gerade noch eine Anzeige für irgendwas mit. Oh, Entschuldigung. Komme ich besser mit klar, glaube ich. Also je nachdem, was jetzt so noch für Gegner kommen, aber auf Anhieb gefällt mir das jetzt besser. Ein bisschen was Fixeres, ne? Ist nicht verkehrt. Schon allein, dass sie halt einfach sich auch schneller bewegt. Oder vielleicht kommt es einem auch nur so vor, weil sie ja natürlich ein bisschen kleiner und schmaler ist. Mir den Weg freizuräumen. Und natürlich gehorchte ich ihr. Holden hätte besser keine Kundschafter vorausgeschickt. Er hätte mich schicken sollen. Warum hatte ich bloß nichts gesagt? Ja, wie gesagt, theoretisch müssten wir uns eigentlich mal im Menü die Kombos anschauen für die Figuren. Oh. Aber mein Gott. Ich glaube, das kann man dann machen, wenn man Multiplayer anfängt. Oh mein Gott. Man kann das ja auch im Koop quasi die Multiplayer-Modi spielen. Das geht ja auch. Und ich glaube, das trägt sogar zum. Oh, das trägt sogar zum Dings bei, zu diesem Fraktionskrieg.
Okay, wenn man ein bisschen Solo. Ja, man spielt ja mit anderen zusammen. Also nur halt gegen KI-Gegner. Aber man merkt hat, schon, wir kriegen deutlich mehr Schaden, oder? Ja, ja. Hat dich das auch gerade verletzt? Geheilt, so rum? Als ich das gemacht habe? Oder gilt, das gilt nur für mich, oder? Es gibt keinen. Gilt nur für dich. Area of Effect. Sammeln wir mal eine Bombe mit ein? Lass du die Fiat Lux. Wirf eine Blendgranate. Mach halt. Ach, die kann ich von da oben werfen. Warte mal, ich gehe da mal. Oh. So viel dazu. Der danke. Stand da gerade so gut. Ja, aber ich wollte doch meine Blendgranate ausprobieren. Wir machen es auf die anderen. Der stand perfekt, den kann ich noch benutzen. Das musste sein. Die Wikinger sollten wachsamer sein. Oh, den kannst du aber weit werfen. Ja? Zack. Nice. Oh, nicht am Ende links. Ja, du Sau. Oh, oh, oh. Ich habe mich hier gerade dummerweise mit drei Leuten angelegt. Nein! Counter verkackt. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Bam. Boah. Was? Warum krieg ich keinen Finisher? Rache. Hilfe. Ich bin jetzt mal im Rache-Modus. Ja, leuchtest du wahrscheinlich wird auch Kolions Dunkelheit bald die Welt umschließen. Geil. Dort lagen ihre Boote vor Anker. Den Perk kann man jetzt schon ganz gut nutzen in dem Sterbemodus. Dessen war ich mir sicher. Angriffe füllen deine Racheanzeige. Ah, ich guck mal was an jetzt hier. Ich möchte noch eine Story. Die Wolke des Vulkans hat diesen Ort verdorren lassen. Gab es nur einen Satz oder was? Krieger heulen, erschaudern und toben, wenn sie ihre Freunde hängen sehen. Manchmal gab ich vor, ihre Trauer zu teilen. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte es wirken. Muss unten lang gehen? Ja, ich weiß nicht, ob die Wege wieder zusammenführen, aber hier sind auf jeden Fall zwei. Ich kümmere mich um den rechten. Oh, 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 der hat jetzt hier irgendwie. Ach, der hat jetzt auch einen Rachemodus. Okay, das geht also bei den KI-Gegnern auch. Ist das noch einer? Das ist immer noch einer. Ui. Ich will die ganze Zeit irgendwelche Bewegungen machen aus Nio. Ja, ist immer so. Ist furchtbar. Wo ging es mir denn letztens so, als ihr auch, wenn du zwischen so. Die Wolke des Vulkans hat diesen Ort nicht ein Spiel im Welt, wechselst. Bei diesen schweren Angriff-Kombos, da muss man theoretisch auch noch irgendwie die Schlagrichtung zwischendurch wohl wechseln. Also. Das kann man, genau, dass du mitten da drin mal von rechts, von oben und so angreifst. Ich finde das ja auch mal der Gegner. Dann gehen wir mal hier die Leiter hoch, oder? Ja, ich komm mit. Oh, schon der nächste. Oh, oh, oh. Oh, schön aufgewichen. Oh, weißt du was übrigens, also vielleicht bilde ich es mir jetzt auch nur ein, aber ich glaube, er zeigt in dem Modus die Sachen, also die Position, die Gegner einnehmen, nur in dem Moment, wenn sie tatsächlich die Dings wechseln. Ja, nicht ganz Zeit, kann sein, ne? Also, vielleicht ist es mir irgendwie nur vorher nicht aufgefallen, dass es irgendwann ausgeblendet wird. Timing, Step. Ich vergesse immer die Exekution. Aber ich finde es fast besser so rum. Aber vielleicht bilde ich mir das auch voll nur ein. Also. Nee, es kann aber sein, dass das weniger anzeigt, ne? Nicht die ganze Zeit. Die Wikinger sollten wachsamer sein. Und tschüss. Ich habe einen ins Wasser gestoßen. Oder zurückstolpern lassen. Ist jetzt auch ein bisschen länger, ne? Also. Ja. Oder man kämpft einfach ein bisschen länger. Ach, schon wieder eine Exekution verpasst. Ach, Christian, das geht so nicht. Ja, kein guter Mörder. Nein. Hoch oder runter? Hier ist auch noch ein Weg hier rüber. Ach, das ist eine Abkürzung gewesen. Na, ich schnapp mir noch die beiden Kollegen hier. Wieder einen eigenen Weg. Oh. Ah, jetzt sind hier auch mal so, also mehr oder weniger die Gegenklassen zu unserer. Auch so mit zwei Äxten, so eine Ladies. Oh, das ist abgewehrt, ja. Das Krasse ist, die Angriffe von dieser schnellen Klasse sind zum Teil, auch selbst die schweren Angriffe sind zum Teil so schwer, schon wieder Exekution vergessen,
dass man die schweren Angriffe der Gegner doch noch vorher erwischen kann. Also, selbst wenn man dann scheiße geblockt hat, man kommt dagegen an. Ist ganz cool gemacht. Oh, jetzt habe ich hier zwei Schwertkämpfer, gegen die ich irgendwie ankommen muss. Ja, ich auch gerade zwei hier. Das war... Oh, das war mein Fehler. Oh, sie ist gestorben. No. Oh, da habe ich aber gepennt. Das war auch mein Fehler. Warte. Ich versuche zu dir zu kommen. Sekunde. Oh, du bist aber ganz schön weit vorne. Oh. Und du verlierst ganz schön schnell Leben. Ja, ich glaub, ich ach, kann die, ja die Leiter hoch. Okay, Moment. Ich hab dich. B. Cool. Sehr freundlich. Ja, dann lasse ich die beiden Ritter da unten Ritter sein. Ja, und das gegen so eine kleine Gruppe kämpfen muss man sich erst ein bisschen gewöhnen, ne? Also, wie viele man dann da... Wow. Wie man da dann Angriffe quasi von der Seite abweicht. Ausweicht. Jawoll. Entschuldigung, ich beinahe nochmal erwischt. So. Wir sind auch wieder zwei Wege, aber gehen wir außenrum, oder? Ja. Na, ist auch noch was zum Angucken. Guck mir Sachen an. Ich guck mir Gegner an. Ah. Ich hab nochmal eine Blendbombe, Blendgranate gefunden. Genau wie wir kennen die meisten Wikinger ihre eigene Geschichte nicht. Dies war ihre angestammte Heimat, vor 1000 Jahren verloren. Sie waren über das Meer wiedergekommen, um sie zurückzuerobern. Ich mag das gerne mit dem Konter, aber es ist nicht so einfach. Wenn du das Timing verkackst, dann kriegst du voll auf die Nase. Ja. Dann musst du halt, blockst du gar nicht und dann kassierst du richtig. Ich bin momentan auch noch ein bisschen hin und her gerissen, ob ich quasi nur auf die Symbole achten sollte oder ob ich mal langsam anfangen sollte, wirklich auf die Körperhaltung zu achten. Weil bei der Körperhaltung achtet man halt wirklich mehr drauf, ja, wie bewegen sich die Schultern, was macht die Waffe und sonst achtest du halt wirklich nur auf dieses Icon in der Mitte des Körpers. Ja, ich kombiniere es irgendwie so ein bisschen. Keine Ahnung. Achso, das ist, glaube ich, der Weg hier oben gewesen, oder? Nee? Ah, nee, hier ist noch was. Was ist das? Bitte eine Racheanzeige auf. Ach Gott, so schwer ist es auch wieder nicht. Hier hinten ist, falls du noch ein optionales Pickup haben willst. Hier hinten lag noch eins. Ich hau mich. Hau dich weg. Und Combo, bam. Also die beiden zusammen sind halt echt ganz schön fies. Da kommt der Gegner gar nicht dazu, mal zuzuhauen. Das stimmt, das ist ganz schön cool, weil die so schnell sind. Mensch, schauen die an, das ist keine Chance. Das ist ganz cool, das stimmt. Das klappt besser als mit dem schweren, mit dem langsamen Rücken. Ja, auf jeden Fall. Der Weg ist fast wie ich ihn in Erinnerung habe. Ich hab die mal ein bisschen geblendet. Oh. Ja, aber wirklich, mit den, an die Kombos muss man sich, Quatsch, an die Abwehr muss man sich echt erst gewöhnen, dass man da nicht zu früh was macht. Aber wenn man es dann macht, ist es echt cool. Also macht es wirklich Spaß. So, und jetzt hier mal Exekution. Schön. Zack. Sehr schön. Ist inzwischen auch so ein bisschen Standard, ne? Mit linke und rechter Schultertaste für leichte und schwere Angriffe. So in Schwertspielen hat sich so ein bisschen... Ja, wo das jetzt bei Nioh gerade nicht so ist. Da machst du ist es ja eher wie das Ninja-Gaiden-System. Aber ich muss sagen, ich habe dann früher, als ich das erste Mal so Dark Souls und Bloodborne gespielt habe, erstmal mit Dark Souls, war ich halt überrascht, warum das auf den Schultertasten ist. Ja. Aber es ergibt total viel Sinn, weil du halt das, wie du das alles steuerst. Aber man muss sich da tatsächlich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. So viel hat sich in so kurzer Zeit verändert. Sekunde. Sind viele hier? Autsch, in den Rücken. Das ist nicht fein. Ah, zu früh. Weil es leuchtet vorher mal schon mal so rot auf. Boah, das geil. Blinkt noch nicht so, aber dass er so einen schweren Angriff startet. Kombiniert, mach mal zweimal X, wenn du den hast. Sie läuft dann so an dem Gegner so hoch.
um den zu betäuben. Ja, total geil. Oh, oh, oh. Jawoll. Na, zu langsam. Wow, wow, wow. Ach, das sind jetzt die männlichen Varianten von diesen etwas schnelleren Gegnern. Oh, oh, oh. Scheinbar, man kann sie aber scheinbar nicht ins Feuer reinstoßen. Aber vielleicht geht's doch. Naja, jetzt sind sie schon kaputt. Mhm. Zweifel heißt tot. Zweifel heißt tot. Und noch nicht draufspringen kann? Nein. Ich hatte eine Idee. Na, jetzt rein ins Dorf. Hineinzukommen war einfacher, als ich gedacht hatte. Ja, sind wir beide dran vorbeigesprungen? Ja, irgendwie schon, aber es ging ja nicht da, glaube ich. Ich kümmere mich mal um den nächsten da. Okay. Au. Au! Jetzt hab ich. Ah, was ist. Nur bist du beschädigt? Sag doch was. Beschädigt, vor allem. Ja, also. Kaputt. Jetzt würde ich respawnen oder ich kann da liegen bleiben, wenn ich will. Ich hab jetzt dummerweise drei. Guck mal, wo ich respawnen. Okay. Wenn das noch funktioniert. Wenn ich jetzt wahrscheinlich B gedrückt halte, dann würde ich da liegen bleiben, bis ich wieder auf. Nee, ich glaube, du stirbst jetzt. Jetzt müsstest du weggestorben sein. Also ich bin da nicht rangekommen. Jetzt kann ich respawnen. Ah, ich hätte sonst. Ah, verstehe. Und dann kann wo, ich einfach. Wo kommst du raus? Respawnen. Wo kommst du raus? Hier, hier. Das war so B gedrückt halten, ist dann irgendwie schneller sterben, oder wie? Anscheinend, dass du nicht wartest, dass dich jemand vielleicht wiederbelebt. So rum, okay. Ach, ich glaube, ich probiere mal schnelle Angriffe. Entschuldigung. Was haut mich? Ach, du bist das. Ja, der ist so komisch ausgewichen. Dann standst du plötzlich, standst du zwischen uns. Standst wow, zwischen wow, uns. Wow, wow, jetzt hat's mich auch erwischt. Die sind also nicht ohne. Mach die mal fertig, dann kann ich, dann kannst du mich wiederbeleben. Ja, das ist ganz lustig. Man hat so, man denkt dann, man hat irgendwie den Dreh so raus und dann kommt eine Figur, die dann ein bisschen anders kämpft und dann ist man erstmal wieder ein bisschen irritiert. Ich glaube, ich werde respawnen. Da kommt mir eine Idee. Hier kommt eine Idee. Dieses Dorf ist ein Kreis, oder? Kann das sein? Also wie es mit mehreren, das wurde noch nicht so richtig erklärt, wie man da, worauf man da achten muss, finde ich. Wenn jetzt ein zweiter noch mit eingreift, wie man das am besten abwehrt und so. Können wir das mal außen clearen? Können wir machen. Also ich glaube, wenn du mehrere hast, dann leuchtet das kurz auf, wenn der zweite quasi angreift und du mit einer Verteidigungshaltung bist. Dann musst du quasi nur in die Richtung kurz blocken und dann blockt er auch den zweiten. Also ja, genau, du musst nicht so auf den aufgeschaltet sein. Ja, genau, aber es ist halt. Ah, zu spät. Also wir müssen, glaube ich, doch rein. Dann gehe ich mal rein, ja? Ja, ich bin jetzt auch rein. Ich sabotiere mal das Gegengewicht. Oh, schön ausgewichen. Ach, Mist. Ja, oder auch nicht. Oh, 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 oh. Na, oh, 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 gegen zwei, das gefällt mir hier gar nicht. Was ist denn hier los? Ups. Entschuldigung, ich wollte dir helfen. Ich hab mich gerade erschrocken. Was ist das denn? Klopf, klopf. Ich muss ein bisschen heilen, glaube ich. Das hast du gerade relativ wenig HP gehabt. Ja, ich kann aber gleich wieder heilen. Ich war mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Oh, jetzt habe ich eingesperrt, oder was? Cool. Ich nehme jetzt die Bude an. Jetzt können wir nur dummerweise nicht mehr die rausscheuchen. Aber es würde wahrscheinlich eh nicht passieren. Da hinten ist irgendwo noch ein. Irgendwie komme ich zu dem anderen Missionsziel, denn muss ich hier rein. Hier muss man durch. Ah. Ach, das sind eh nur zwei hier. Oh, 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 okay.
muss man sich auch ein bisschen umgewöhnen, dass das Ausweichen nicht ganz so effizient ist, wie das jetzt vielleicht irgendwie in ähnlichen Spielen ist. Ja, ja, da machst du natürlich ein bisschen. Aber was ganz interessant ist, die Angreifer, die so mit so schweren Waffen angreifen, also mit langen Waffen, ja, die können auch aus Versehen in eine Wand hauen. Also die können daneben hauen. Ah, shit. Hast du den? Ja, den habe ich. Dann mache ich mal hier das andere Gewicht weg. Mit dem bin ich irgendwie gar nicht klargekommen. Der macht das aber jetzt ganz gut, so als Schluss. Der blockt. Okay, was hast du gemacht? Neues Missionsziel. Da hinten, der zentrale Mechanismus. Ah, hier die Leiter hoch, okay. Ah, ich bin zu doof, um eine Leiter zu klettern. Wenn ich den Mechanismus richtig verstanden hatte, sollte eine Fahrt mit dem Aufzug nun sehr aufregend werden. Eine aufregende Fahrt mit dem Aufzug. Eine tödliche Fahrt wohl eher. Oh, oh, shit. Mal kurz, der haut rein eben. Oder ich habe mich aber angestellt. Ah, fuck. Der verteidigt sich auch echt gut. Ja, er hat mich getroffen. Ich frage dich. Was war denn das für ein Kick? Ah, nee, das ist falsch. Au! Au! Oh, 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 da hat er mich erwischt. Kriegst du ihn weg? Schau mal. Oh, der lügt mich zwischendurch ganz gut. Nein! Oh! Au! Oh. Ist ja cool. Geht auch. Ich habe versucht, die Deckung zu durchbrechen. Gucken wir, wo wir standen, ob es ein Checkpoint. Was heißt denn das? Was heißt jetzt das? Komplett. Ich hatte eine Idee. Ah, okay. Oh, das ist aber gar nicht so ohne. Nö, ist schon ein bisschen das. Muss uns mal Mühe geben, hat nicht so nubig hier rum. Haben wir jetzt haben wir ihn beide erwischt, oder? Als ich gedacht ja. So, jetzt hier. Aha. War schon cool, ich mag das, dass die einzelnen Gegner auch irgendwie das aushalten. Das macht schon Spaß. Man muss sich immer schon ein bisschen drauf einlassen. Wenn man also, an der Hacke, ja, das ist auch cool. Wenn man die Solo-Kampagne auf den wirklich härteren Schwierigkeitsgraden spielt, also vielleicht auf dem höchsten, ist es wahrscheinlich echt auch ganz gut, wirklich mal zu schauen, wie die Kombos für die einzelnen Klassen sind. Also wird wahrscheinlich nicht schwer sein. Um mal wenigstens so ein bisschen zu gucken. Wow, oh, Double Kill. Naja, zumindest ein Kill und gut abgewehrt. Ja, die hatte ich ja schon fast niedergehauen. Ach, ich nehme ihn trotzdem als meinen Kill. Erwischt. Oh, jetzt haben wir uns gegenseitig nochmal erwischt. Schön. Warte mal, ich heile mich mal. Dann machen wir mal hier die Tür dicht. Machst du? Na, ja, alles klar. Das darf ich mal. Jetzt schaue ich mal hier an die Seite. Ah, ne, da hinten ist sogar noch, sind noch die Fässer. Das hat er sich dann nicht gemerkt. Das ich war mir ziemlich mal sicher, dass das funktioniert. Neu. Oder? Nee. Ah, okay. Die sind nur als Objekt hier wieder da. Immer wenn sie ihren schweren Angriff machen will. Ich warte mal schon drauf über den Konter. Ja. Statt. Ich glaube, sobald man das hier auslöst, kommen noch mal welche. Ah, nee, doch nicht. Haben wir jetzt doch hier schon alle erwischt gehabt, okay. Na, dann ist noch der Kollege oben. Wo ist der zentrale Mechanismus? Wenn ich den Mechanismus richtig verstanden hatte, sollte eine Fahrt mit dem Aufzug nun sehr aufregend werden. So, jetzt lass uns die Gemüter mal bauen. Das ist auch ein bisschen eng hier. Und der macht diesen rüstungsdurchbrechenden Angriff. Ich muss sehr vorsichtig sein. Oh, oh, oh. Ah, Mist. Genau ihm vor die Nase. Ich hab ihn mal betäubt. Es
Naja, gut. War jetzt nicht wirklich notwendig, aber naja. Cool. Mel Gibson hätte es nicht besser machen können. Beeindruckend. Ermutigt sie nicht noch. Ermutigt sie nicht noch. Auch komisch, oder? Das ist doch gut. Der ist eher so eine Haut drauf, der wird andere Sachen machen. Strangey. Auch wieder nur die Hälfte der zu beobachtenden Sachen. Wollen wir mehr umschauen. Level 7. Ja. Regeneration Stufe 1. Ja. Nee, Level 8 jetzt Kampf auch. Bist. Ja, cool. Dann, Was sagt dir, glaube ich, wieder was bei mir. Okay. Ja. Die Festung von Svernghard, mein Ziel. Schon zu lange wurden die wahren Krieger unter den Wikingern von den Ketten sozialer Zwänge zurückgehalten. Von Familien, von Gesetzen. Jetzt würden wir ihre Tore einreißen und ihre Welt auf den Mission, rechten Weg zurückbringen. In der nächsten Folge haben wir die finale Mission. Stimmt, dann ist die Ritterkampagne sogar schon durch. Ja. Geht schon recht flott. Ja, das ist... Man muss ja schon ehrlich sagen, das ist halt ein Multiplayer-Spiel und das ist halt so ein bisschen Bonus. Wir haben halt noch irgendwie ein bisschen was drumherum gebaut. Ist ganz nett, aber es ist auch kein... Also, sich das Spiel nur für die Kampagne zu kaufen, wäre sicherlich nicht richtig. Also da kann man noch eher sagen, dass sowas wie ein Call of Duty, was ja auch recht kurz ist, da kann man eher sowas dann noch für die Kampagne kaufen. Aber das hier ist dann doch zu dünn. Ja, das ist ja so ein bisschen, das sind ja nur so Skirmishes irgendwie. Yeah, ne? Also du kämpfst dich durch so eine Arena und hast so ein bisschen Story, was ganz nett ist. Das ist nicht scheiße oder so, das macht schon Spaß. Aber halt ist ja kein Vergleich mit einem wirklichen Solo-Spiel halt dann. Und ich finde, man merkt auch ein bisschen, dass die Mechaniken, die für den Multiplayer gebaut sind, also die ganzen Kampfmechaniken und so, die sind ohne das Gerüst drumrum. Also die Spielmodi drumrum, wie halte bestimmte Punkte oder hab jetzt so ein Dauer-Deathmatch irgendwie in irgendeiner Weise, sind die dann auch einfach zu wenig für so ein Spiel. Also wenn das alles wäre an Mechanik im Spiel, müsste irgendwie mehr sein. Müsste es irgendwie noch ein bisschen größere Gegner. Ein bisschen wenig. So. Gerade wenn du von Nioh kommst, natürlich jetzt ist das noch ein bisschen anders. Ja, da hast du natürlich so ein ausgefeiltes Kampfsystem und alles Mögliche und Loot und das braucht es alles nicht in dem Ausmaß, aber klar, man merkt schon, dass das eigentlich dafür ausgelegt ist, dass du dann gegen andere Leute spielst halt, ne? Und die Herausforderung darin liegt, dass wie gut du dann deinen Kämpfer beherrschst im Duell mit anderen Leuten halt. Ja. Das stimmt schon. Na gut, dann schauen wir in der nächsten Folge mal ins Finale rein. Genau, ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.